Moin. Beim Thema Knarren gibt es ja auch noch Zubehör. Da kommt ganz viel Zubehör ganz oft zu kurz. Und Thema zu kurz, und weil ich mich immer so gerne festsabbel und so weiter, probieren wir mal was Neues aus. Das nennt sich Teile im Timer. Heißt Teilevorstellung innerhalb von 90 Sekunden. Von Zubehörteilen, Anbauteile, Kleinkram, den es so gibt. Und wir probieren mal, ob wir das schaffen, einen Monat lang jeden Tag für euch einen Teil vorzustellen. Das geht los am, keine Ahnung, wann es halt losgeht. Seht ihr dann ja, heute quasi. Und dann jeden Tag ein Teil. Mal gucken, ob wir das hinkriegen für einen Monat. Geht um Zubehörteile, in Kürze erklärt, gezeigt. Oft lässt man sich ja inspirieren von irgendwelchen Schützenkollegen, anderen Jägern, was man so im Internet sieht und so weiter und so weiter. Und deswegen Teile im Timer, jeweils Vorstellung von einem kleinen Teil, Zubehör, Anbauteile innerhalb von 90 Sekunden und dann ist Tuck. Das probieren wir jetzt mal. Heute bei Teile im Timer, die Zeit läuft. Aber in Vorderschaft, um zu zeigen, was wir da dran flanschen. Das nennt sich ein UTG, Slim Angel Foregrip. Gibt es in verschiedenen Farben. Gibt es für M-Lock genau wie für Picatinny. Aluminiumkonstruktion, in dem Fall in Schwarz. Natürlich, klar, Lightweight, Ergonomik, Slim Profile. Slim Profile stimmt tatsächlich. Also das Ding ist echt gut und ihr merkt fast gar nicht, dass ihr das in der Hand habt. Sieht so aus mit dem Picatinny-Ansatz. Hab's auch hier noch in M-Lock. Gucken wir uns das mal an. So sehen die Teile dann aus. Wenn ihr also den Vorderschaft habt, das Picatinny-Ding haben wir jetzt mal oben drauf montiert. Einfach nur aus dem Grund, weil oben halt eine Picatinny ist. Der Vorteil an dem Griff ist tatsächlich, du kannst den Griff so richtig schön in die Hand reinlegen. Du kannst damit, wenn du das an deinem Vorderschaft dran hast, die Waffe richtig schön nach hinten in die Schulter ziehen und es nimmt nicht viel Platz weg. Gibt es auch in Picatinny, würde dann natürlich andersrum so rum sein. Ist meiner Meinung nach ein sinniges und spaßiges Zubehörteil, gerade wenn es ums dynamische Schießen oder so geht. Kostet nicht die Welt. Tschüss.